Zarrung Glück auf, euer Pit 04. Was geht, Jungs und Mädels? Herzlich willkommen zur allerersten Folge, zur Pilotfolge von Hattrick, dem Fußball-Gaming-Quiz. Und ich bin mega stolz, dass ich endlich mal Videocontent bringen kann. Und ich habe mir lange überlegt, was ich machen will. Und ich hoffe, das Infovideo kam gut bei euch an. Kommentare haben sich ganz gut gelesen, auf jeden Fall. Beliebe ich jetzt einfach mal drauf. Ich bin auf jeden Fall auch sehr stolz, dass ich das Ganze mit keinem geringeren als dem Selfmade-Salzer machen darf. Ja, einen wunderschönen guten Tag. Das ist sehr schön. Ich freue mich darüber. Ne? Es ist auch nicht selbstverständlich, dass da FIFA neu installiert wurde. So, da muss man dann auch mal Respekt zollen. Also danke dafür. Im Intro-Video habt ihr soweit schon alles gesehen, was die Kategorien angeht. Die werden jetzt hier nochmal ganz kurz einmal so ein bisschen eingeblendet für euch. Ja, ist ein bisschen im ersten Moment unübersichtlich, aber wenn man dann ein bisschen drin ist und das Infovideo verstanden hat, dann geht es auch. Also lasst uns am besten nicht lange quatschen, sondern direkt rein ins erste Spiel. Ja, dann würde ich sagen, ich fange direkt an mit der Auslosung. Ich habe einen Würfel von 1 bis 6. Und ich habe es so gemacht oder will es so machen, dass der Gast, das bist in dem Fall du, ja, wenn 6 kommt, sich aussuchen darf, welche Kategorie kommt. Ach so, okay. Das ist ein wildes Ding, ich weiß. Und wir starten mit der Kategorie Nummer 4, was Recherche bedeutet. Wer sucht, der findet. Dort haben wir 2 Kategorien aktuell. Ist alles noch ein bisschen im Aufbau, keine Sorge. Wir arbeiten uns da nach vorne. Okay. Also entweder 1 oder 2, das wäre Spieler national oder international. Wir haben international. An der Stelle begrüße ich auch mal den Max, den ich hier einmal ganz kurz zu hören machen werde. Haben wir den Ton wieder ausgemacht, reicht auch. Ich habe 3-mal die guatemalische Meisterschaft Apertura gewonnen, 2016, 2018, 2020. Ich habe die Hertha-Jugend durchlaufen, bin deutscher U21-Europameister, bin aktuell 34 Jahre alt und habe in den folgenden Ländern gespielt. Spanien, Russland, Deutschland und jetzt Griechenland. Ich bin halb Engländer und halb Somalier und habe ein Länderspiel. In der Saison 18-19 wechselte ich aus Brasilien nach Macau, genauer gesagt nach K.A. Ja, keine Ahnung. Ach, I. Nach K.A.I. Nach Kai. Zudem bin ich serbischer Pokalsieger. Ich spiele in der Regionalliga Nord, Gruppe Nord, bei einem Hamburger Verein, der keine zweite Mannschaft ist und bin mit 3 Vorlagen Top-Vorlagengeber meines Vereins. Leck mich am Arsch! Du kannst runterzählen, Max. 30. Wenn ich Guatemala so schreibe, dann kann das auf jeden Fall auch was werden. Auf der Seite gar nicht klar, ne? Ich hab eine Strategie, aber ich gar nicht. Boah, was haben die denn für einen Riesenkader? Welcher Verein? Ja, werde ich dir bestimmt nicht verraten. Schade. Wenn ich mich jetzt so ein bisschen mit Erdkunde auskennen könnte, dann wüsste ich vielleicht, welcher Verein. Ach, so weit bist du noch nicht, Mann. Das ist eh. Ey, ich bin echt schlecht auf der Seite unterwegs, ne? Das Problem ist, ey, bei mir versagt gerade das Gerät. Ich versuche mir gerade den ganzen Kader zu merken. 20 Minuten später. Ach kacke, jetzt ist er gewechselt. Fuck. Ich hatte da einen, aber der ist jetzt weg. Alter, das gibt's doch nicht. Es ist gar nicht so einfach, weil du brauchst einen, der 2016 noch da war und der jetzt noch da ist.
zeig schnell an. Was war denn nochmal? Halb Engländer, halb Somalier? 2000 Jahre später. Oh mein Gott, ich bin in einer ganz falschen Liga, ich Idiot. Ja, nein, 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 2016, 2017, 2018, nein, nein. Warum hast du 2020 das Ding nicht gewonnen, du Penner? Ja, das gibt's doch nicht. Hä, wo ist denn diese? Oh nein, ich bin so lost, Junge. Ich war in der mexikanischen Liga. Digga, sick. Ich war in der mexikanischen Liga, Mann. Die heißt ja so ähnlich. Ich bin so dumm. Nein, er hat nur 2018 gewonnen. Egal. Einer von euch wird das sein. Mir ist mir scheißegal. Einer von euch wird das sein. 100 pro einer von euch. Ich bin mir gerade nicht mal sicher, ob ich die richtigen Vereine habe, ne? Ja, bei Vereinen bin ich mir relativ sicher. Ich habe auch welche, die haben schon verdammt oft das Ding gewonnen, aber leider nicht die Zahlen, die ich suche. Ich höre es jetzt zu mir, wenn nur Lost-Kommentare stehen. Das sollen die besser machen? Ja, ich war erstmal in der mexikanischen Liga, Mann. Ja, weil ich Apertura reingegeben habe und dann kommt erstmal mexikanisch und ich dachte, ich kann dir so viel sagen, das ist falsch. Ja, das ist. Ja, danke. Ah, ich weiß jetzt, wer 2020 gewonnen hat. Abfahrt. Du weißt jetzt, wer 2020 gewonnen hat. Also. Zack. So. Und jetzt suchen wir Parallelen. Komm schon, komm schon. Nein, oh nein. Ich finde ihn 100 pro. Alter, das sind ja drei verschiedene Meister, ey. Wie oft hat der den Verein gewechselt? Oh, oh, oh. Oh, komm. Komm, mach keine Scheiße. Ja! Was? Da ist er doch! Was jawoll! Denn? Nice! Hab ihn! Okay. Erstmal offen lassen. Woo! Sick! So, zweites Ding. Ich hab keine Ahnung, ne? Ich bin hier echt zu lost, ne? Hätte ich mal mit was Einfachen starten können? Was ist mit meinem Internet hier? Ah, okay, alles klar. Let's go. Ich hab den zweiten auch. Ja, super. Ich komm nicht mal beim ersten weiter, ne? Ja, okay. Kein Problem. Easy. What the fuck? Der nicht. Alles klar, ich hab ihn. Dritten hab ich auch. Ja, gönn dir, ey, das wird dein Punkt. Ich krieg den ersten nicht mal hin, ne? What the fuck? Digga, Alter, was ist Macau? Erstmal googeln hier. Macau? Makauische Fußballnationalmannschaft oder was? Oder ist es ein Land? Ist Macau ein Land? Digga, was ist Macau? Ich sehe gerade, die Fußballnationalmannschaft von Macau repräsentiert die Sonderverwaltungszone Macau der Volksrepublik China. Ja, ich sehe schon. Okay, das vierte.
Digga, ich habe keine Infos zu Macau-Wettbewerb. Gibt keinen Wettbewerb. Wie geil ist das denn? Okay. Ich bin der Sache näher gekommen. Okay. Er kommt der Sache einfach näher. Und ich hänge immer noch wie so ein Depp. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. So viele können es ja nicht sein. Ja, du musst es sein. Ich gucke mir jetzt die anderen noch an, aber save Daisys. Ach, ich gehe das Risiko, Daisys. Ich weiß schon, warum ich nicht bei der Presse arbeite. Ja, Mann, da ist er doch, der Mischa Pokalsieger. Ja, mit Schukariki, 14-15. Okay. Hol dir den Punkt, komm. Ja, hab ich. So, letzte. Scheiß drauf auf den Punkt, ey. Ich hol mir wohl erst die Punkte. Drei Top-Vorgaben. Ah, du hast den Safe schon. Nee, den hab ich noch nicht. Da stotter ich jetzt gerade ein bisschen. Ich weiß selber nicht, warum. Oder? Ja, okay, ich hab ihn. So, ich habe jetzt alle 5 Buchstaben. Ich habe nur ein Problem. Die Buchstaben ergeben keinen Sinn. Ja, ich weiß, was es heißen soll. 100 Pro. Nee, warte mal. Ja, doch, ich weiß, so, was es heißen soll. Aber dann habe ich den Buchstaben vertan. Dann ist der Nationalspieler von Somali wieder falsch. Aber der hat genau einen Nationalspieler und die anderen nicht. Ja, okay, also wenn wir... Pass auf, das war meine Lösung und ich hätte das hier gesagt. Das ist gut. Pedro ist falsch. Ist gut. Super, ist hervorragend. Ist stark, sehr gut. Ja, geil. Kannst du auch von neu anfangen. Ich bin mir geil. Nein, Mann, ey, guck mal, der ist 2016, 2018 und 2020 Meister der Apertura geworden. Ich kann's lösen. Ich kann's lösen. Okay. Also ich habe die guatemalische Meisterschaft. Apertura ist auf jeden Fall Alejandro Diaz. Der hat zweimal mit Antigua und einmal mit Municipal gewonnen. Dann der Spieler, der bei Hertha aus der Jugend ist und jetzt in Griechenland spielt, ist natürlich kein geringerer als Patrick Ebert. Das mit dem somalischen Spieler fand ich schwierig, weil ich habe nur einen gefunden. Also ich habe 3 gefunden, die Engländer und Somali sind. Und Grüße gehen raus an Mo übrigens an der Stelle. Und ich habe aber nur einen gefunden mit einem Nationalspiel und das ist Abdi Sharif. Ich hatte, ja, schwierig wegen Staatsangehörigkeit und zweite Staatsangehörigkeit. Der ist wahrscheinlich Staatsangehörigkeit Somali und zweite England, ne? Richtig. Ja, scheiße. Ich habe nämlich nach England Somali geguckt. Egal. Dann der serbische Meister, der Pokalsieger, der in Brasilien und dann in, keine Ahnung wo gespielt hat, in diesem komischen Macau, ist Lukas Piacentin. Und der hier in Hamburg spielt, das ist mit den meisten Vorlagen bei Altona, Dennis Rosin. 1-0. Bam, Junge, da bin ich doch. Dann machen wir weiter. Nicht lang schnacken hier. Einfach die zweite Kategorie reinknallen. Und das wird keine geringere als Kategorie 1. Das ist unser täglich Brot Ultimate Team. Und dort werden wir das Spiel spielen. 6. Das bedeutet, André darf sich was aussuchen. Also irgendeine von den ersten 5 darf ich mir jetzt... Irgendeine von den in leicht dunkelgrün. 7,5 war der Pack 10, ne? Ja. Ja, dann machen wir das doch. Dann machen wir nochmal hier ganz klar nochmal den Zufallsgenerator an. Und dann sehen wir 3 und das bedeutet gleiche Nationen. Wir werden beide ein Pack ziehen, beide ein 7,5er. Und ja, wir müssen auf jeden Fall gucken, dass wir viele Nationen da drin haben. Also... Gleich viele. Gleiche. Von einer viele. Easy. So, 7,5er. Let's go. Mit Münzen. Fühlt sich zählst gut du runter? Abfahrt. Ja, hab ich schon gemacht. Ach so, er hat schon gemacht. Jawohl. Let's go. Ja, ich bin einer von der schnellen Truppe. Ja. Hast du die Coins? So, 7,5er geht auf. Der geht durch. Halt's Maul. Der geht durch. Warum haben wir nicht Rating gemacht? ZTV Italien, Acerbi 83. So, jetzt ist da einfach noch ein Italiener drin.
oder ein italienischer Trainer oder Manager oder keine Ahnung was. Und dann habe ich gewonnen. Komm, gib her den Bums. Oh. Ja. Wie sieht dein 7,5 aus? Was soll ich dir sagen? Ikone. Nein, Spaß. Bei Alkelos 04 kann man so einen Witz machen. Ja. Hast du keine einzige gleiche drin? Ich habe einen Franzosen, einen Uruguayer, einen Schweizer und einen Russen. Dann geht diese Kategorie auch an mich. Ich habe 2 spanische Rechtsverteidiger. Sogar grüne Lebens aus der La Liga. Montoya und den uns sehr bekannten Koke. Koke, Kokaina. Dritte Kategorie wird ausgelost und es kommt Kategorie 2. Mal was anderes. FIFA 21. Aber mal schauen, was uns dort erwartet. 6. Wieder darf der andere sich ein Spiel aussuchen. Wir machen Pro Club. Oh, wir gehen in Pro Club. Okay, okay, okay. Wildes Ding. Der Zufall entscheidet, welche Aufgabe wir dort zu erfüllen haben. Nummer 1. Es geht darum, das Team muss die meisten Tore erzielen. Und dann wollen wir mal gucken, dass wir hier mal ein ganz schnelles 3-0 rausflattern und direkt in der Pilotfolge erstmal zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Ja, genau. Aufholjagd kommt jetzt. Aufholjagd kommt so, jetzt. Wir gehen ins Spontanspiel rein. Wir suchen uns auf 3-2-1. Das kann sein, dass das 40 Mal dauert. Eventuell. Wo ist denn Spontanspiel? Oh, cool. 21.392 Leute spielen gerade Spontanspiel. Ja. Abfahrt. 3-2-1, go. Aber wir sind drin. Ich gehe rechts, ich bin rechts, ich bin rechts, ich bin rechts, ich bin rechts. Jawohl, nice. Drück direkt X. Jawohl, hat direkt beim ersten Mal geklappt. Jawohl, bam, da sind wir doch. Oh, okay, let's go. Ich bin Innenverteidiger. Ich habe rechten Flügel. Irgendwie. Was spiele ich denn? Boah, nee, ich, weißt du was? Ich bleib in der IV. Ich bleib in der IV. Ich mach das. Nein, mach ich habe mein ZM ausgewählt. Schade, André. Oh nein. Schade. Egal. So, wir gehen rein ins Game. Ah, Fehlpass. Geht auf meinen Nacken, Jungs. Aber ich bin hinten, keine Sorge. Ja. Die Mutpässe, die machen uns nicht kaputt. Ich bin da. Nee, so nehmen wir das nicht. Vorsichtig, der kommt mit Doppel-R1. Raus! Nein! Let's go, Jungs! Nein! Einfach besser! Ah, mein Fehler. Muss ich auf meine Kappe nehmen. Raus! Wie spielen die denn? Gut so, weiter so. Oh nein, ja, oh nein, weg, raus, nein, das macht er gut. Nein, oh. Egal, jetzt aber, komm. Wieso spielt er nicht? Ja, jetzt, kontern. Gib den Ball ab, Digga. Nein, ich bleib gut. Ich bin guter Mann, ich bleib gut. Der ist ein Egoist. Ja, der kann sich. Jawohl, Junge! Nice! So muss das Ding. Scheiße. 1-1, was für... Oh, Lücke aufgerissen. Guter Ball! Und, der geht auf meine Kappe! Oh, komm, geh ab da jetzt. Ja, schick ihn. Schönes Ding. Und lange Flanke. Oben steht er, oben. Oder mach ihn alleine. Mach ihn doch! Ja! Sehr gut verteidigt. Genau immer reinwerfen, Jungs. Du hast schon gelb. Ja, ich hab dich da umgegrischt. Nein! Ja! Geht auf meine Kappe. Let's go! L1 zweimal Kreis, Entschuldigung, Jungs. Ah, fuck. Ich bin ein guter Innenverteidiger eigentlich. Ja, Absatz auf hin, ist gut. Da war ich auf jeden Fall katastrophal. Digga, was machst du? Er hat Controller eingeklemmt! Ja! Nein, ja! Auf. Ja! Hey, Konter! Mach doch nicht diesen! Digga, ich hab da so Humpelfüße, das gibt's einfach nicht. Nein. Oh, guter Ball! Guter Ball! Oh mein Gott! Mach ihn! Jawoll! Ja! Aber guter Pass, muss man sagen. Krass gesehen. Kopfballtor! Nein! Oh, mach ihn doch! Oh mein Gott, ist dieser Keeper gut. Bring die Peitsche! Hab ich. Okay. Halbzeitfazit. André und seine Gurkentruppe führen auf jeden Fall hier verdient mit 3-1. Ja, hochverdient. Man munkelt, dass ich in der Abwehr da jetzt nicht den besten Mann mache. Aber dieser Zauberfuß ist auch eigentlich für nichts zu gebrauchen. So, jetzt aber. Rodri macht das schön immer mit Körpertäuschung. Gefällt mir. Oh, lange Flanke. Ja, Ramos.
Hat der Ramos leider weggeguckt. Egal, jetzt bin ich mit vorne. Jetzt Kopfballtor. Ich gehe auf die Linie. Bring ihn. Bring ihn. Bring ihn. Da bin ich doch. Da bin da ich ist doch. Wolle. Latze. Ich habe den noch so, glaube ich, gleich an die Latte gelenkt. Den Ball. Und da blockt der Wolle den Ball ab. Zauberfuß, bring ihn. Ja? Weil du Egoist. Wie kann man denn von da aus schießen? Was ist denn verkehrt mit dir? Zack. Ja, die Gegner sind nervös. Guter Ball von Danny. Egal, den kriege ich, den Lobby ab. Wie kann er sich... Oh, 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 mein Wolle, Gott. Wolle. André macht sogar noch ein Tor. Halt's Maul, ey. Das ist doch wohl ein scheiß Witz, ey. Ich war nie weg. Nochmal durch. Nein, nein, ey, move den Keeper. Oh nein. Oh mein Gott, da wäre fast schon die Vorentscheidung gewesen. Messi, was ist los mit dir? Spontan spielst du so ein Kack. Ja, Mann. Und jetzt flache Flanke, Digga. Abfahrt, ja, drin. Ja. Egal, ich bin wieder da, Jungs. Kopfballtor. Da bin ich doch. Da bin ich doch. Easy. Ah, nee, das ist doch nicht wahr. Die einzige Szene, wo ich mich profilieren kann. Weil hinten ist auf jeden Fall heute... man munkelt total ausfallen. Oh, Mann. Ja. Und Umutpass. Und jetzt mach das Ding, Digga. Mach das Ding. Komm schon, Black Messi. Ballrolle. Ja. Mit euch kann man auch einfach nichts gewinnen hier, ehrlich. Nee, einfach nee. Ja, Kopfballtor, ja. Oha. Ja, let's go, Jungs. Oha. Zwei Buden noch. Jungs, macht keinen Scheiß mehr da. Und außen. Oh, Sahnepass, Digga. Seit wann spielt die keine Sahnepass? Zauberfuß, mach ihn. Ja, komm schon, 1-0. Alter, was machen die ja, da? Ja, Mann. Was machen die da? Des Todes. Ja, ja, jetzt. Nein. Letzte Chance. Ja, mit Black Messi gewinnt es keinen Krieg. Das hat keinen Sinn. Haltet den Ball. Ja! Das war's. Wir verlieren am Ende so eine starke Aufholjagd und dann kriegen wir... Ach, was willst du da machen? Da muss er nur in die Mitte legen, dann wieder 5-3, Mann. Egal. Ah, GG, muss man sagen. Aufholjagd. Sein Team war... Anderes Team eindeutig besser und wir hatten halt echt keinen guten Innenverteidiger hinten. Ne? Ich war einfach besser. Ich war einfach besser. Ja, steht 3-1, steht 3-1. Wie 3-1? Ja, 2-1. Ja, sorry. Hallo? Ja, ich war schon beim Sieg. Ich war schon beim Sieg. 2-1. Kommen wir zur nächsten Kategorie. Die da wäre Kategorie Nummer 3. Ich hab's jetzt in der eigenen Hand. Ich habe es jetzt in der eigenen Hand. Gegen André. Auge um Auge. Die Frage ist, in welchem Modus? Wir spielen. André kann sich's aussuchen. Ich kann mir's aussuchen. Eieiei. Es gibt da doch so einen Modus, ne? Den du so ganz gerne so ein paar Stunden gezockt hast, ne? kann man Volta gegeneinander spielen? Ja, natürlich. Also wir spielen gegeneinander dann, ne? Ja. Okay, dann welches? Einzelspiel oder Hausregeln? Ich würde sagen, Einzelspiel, also da wurde dann halt entweder mit oder ohne Torwart. Einzelspiel und dort spielen wir das vierte, habe ich gerade gelost. Und das ist 5 gegen 5. 5 gegen 5 Volta. Ich habe es jetzt in der eigenen Hand. Das ist immer schön. Ja, das ist wie Bielefeld am letzten Spieltag. Einfach gewinnen und man hat die Klasse gehalten. In dem Fall heißt es einfach gewinnen und ich bin beigetreten. Auch einfach weggeledert. Da bin ich ja richtig begeistert. Frauennationalmannschaft USA, super. Und das alles ohne unsere geile Hope. Kinders, ich hab's in der eigenen Hand. Volta gegen André USA. Frauennationalmannschaft hat sich der Max so gewünscht. Da müssen wir ihn jetzt einfach komplett wegledern. So, ich glaube, es geht mit Zeit. Ne? Das glaube ich nicht nach Toren. Ich weiß es nicht. Es geht nach Zeit. Ja. Und ja, let's go, würde ich mal sagen. Abfahrt, Volta E-Sport. Ja, genau so startet man. Oh! Ah! Ja! Nein! Wo hast du denn hingeschossen? da nicht. Oh nein! Oh, ey, Traumkombination! Aber sie machten ihn nicht. Traumkombination? Nein! Uff. Ah! Bitter, schneller zurück. Wow. Uff. Ja! Nein! Let's go!
Nein, Abpraller, eklig. Verzeih mal, Pfosten oder so. Ja, let's go! Ah, scheiße. Da hat die Olle ihn einfach reingeschweißt. Schönes Ding. Bam, mit der Ballrolle. Oh, 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 oh. Stark gehalten von der Goalkeeperin. Ja, ja, ja! Das gibt's doch nicht. Spiel gedreht. Oh, oh, nein, nein. Ah, oh, stark, Keeper gemoved. Nein! Raus! Oh, hey, was ist das? Nein! Raus! Ey! Ey, irgendwann ist doch mal Schluss! Raus mit der Bille! Ah, es verdient, es verdient. Guckt euch die Schusssets an, absolut verdient. 76% Passgenauigkeit. Man kennt ihn doch. Komm, ey. Zweite Halbzeit müssen wir mehr auf Sicherheit gehen, habe ich gehört. Ein bisschen den Ball laufen lassen. Ja, Doppel-R1, er versucht das doch direkt. Er versucht das doch direkt. Uff. Zweite Halbzeit sehr souverän. Sehr souverän, ich wiederhole. Hey! Ah, da muss man nochmal den ekligen spielen, habe ich gehört. Ja? Oh, ja, super. Geh! Nein, war das schwach. Schon Jungs, Mädels meine ich. Eine Minute noch durchhalten. Oh, der Eklige. Der Eklige. Der Eklige. Nein, die Keeperin. Mach nicht so einen mit mir hier. Nein, nein, er geht schief. Keeper gemoved. Drin. Keeperin gemoved. Oh mein Gott. Oh nein! Ja! Das dürfte die Entscheidung gewesen sein! Ah. Ja! 3:1 in Volta und ich hoffe auch auf 3:1 im Gesamten. Jetzt keine Scheiße mehr machen. Runterspielen, Mädels, runterspielen. Easy runterspielen, ihr macht das schon. Ball laufen lassen. Schön, rüberlegen, zack, 4:1. Jetzt spielen wir uns ihn her! Jetzt spielen wir uns ihn her, wie wir ihn brauchen. Volta E-Sport, da ist er doch wieder. Grüße gehen raus an Maurice an der Stelle. Der mit mir alle Volta-Trophäen in FIFA 21 gemacht hat. Raus, 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 raus. Ja, die Keeperin hat ihn. Sicher. Oh, passieren wir nochmal ein. Oh. Da, oh, eine Sekunde vor Schluss macht er noch das 4:2. Ha, gönnt er sich den Jubel. Ja, GG! 4:2 gewonnen und damit 3:1 im Gesamtklassement und damit geht der erste Hattrick, das Fußball-Gaming-Quiz-Duell gewinnen an keinen geringeren als an mich persönlich. Ja. Sehr nice, sehr nice. Herzlichen Glückwunsch. So, dankeschön, dankeschön, dankeschön. Ja, ich bedanke mich an der Stelle auf jeden Fall natürlich bei André fürs Mitmachen. Dem lasse ich auch gleich das vorletzte Wort, beziehungsweise, nein, ich überlasse ihm das letzte Wort. Herausfordernde Quizduelle, das ist klar. Und so wird es weitergehen. Ich hoffe, ihr hattet sehr, sehr viel Spaß an dem ganzen Projekt. Und ja, Woche für Woche wird es jetzt immer ein Video geben, immer einen neuen Gegner. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, mit wem ich das Ganze mal aufnehmen soll, dann schreibt die gerne in die Kommentare. Schreibt gerne Verbesserungsvorschläge in die Kommentare. Schreibt gerne in die Kommentare, was wir sonst so machen können. Das war's von meiner Seite. Ich bedanke mich, wie gesagt, bei Max und André und überlasse André das letzte Wort und ich möchte noch ganz kurz erwähnen, ich habe gewonnen! Ja, erstmal Glückwunsch an dich, dass du gewonnen hast. Ja, am Ende auch verdient, muss man sagen. Erste Kategorie war ich natürlich komplett lost. Wirst du auch dann noch sehen. Ich kam dann gar nicht auf klar über die Seite transfermarkt.de. Ja, zweite Teil Glück, ne? Dritte pro Club hast du einfach gar keine Chance gegen mich, wissen wir alle. Ja, und Volta ist halt so ein bisschen 50-50 auch, ne? Ob die Bälle reingehen. Ja, wie gesagt, auch wenn ich aktuell nicht aktiv FIFA oder so spiele, das Format hat echt Bock gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat so ein bisschen wieder Spaß, auch wenn das Gameplay jetzt nicht das Beste ist. Aber das hat so Bock gemacht, so wie es ist. Und das Format ist geil, mach weiter so. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächsten Folgen mit den anderen Streamern, YouTubern etc.
ja. Und ich hoffe, ihr hattet alle Spaß dabei und das war's. Ja, wenn euch der Content gefallen hat, dann könnt ihr auch auf jeden Fall gerne ein Abo und ein Like auf dem Video und ein Abo bei mir auf dem Kanal da lassen. Und ganz wichtig ist, unten in der Videobeschreibung ist natürlich auch der Link von André. Dort könnt ihr ihn besuchen und ihm auch gerne auf Twitch folgen. Darüber würden wir uns natürlich sehr freuen.